Stärke bewiesen. Ich möchte nicht, dass diese Kreaturen grundlos zu Schaden kommen. Ich würde sagen, einfach angegriffen zu werden, dürfte Grund genug für uns sein. Sie werden euch nicht wieder angreifen. Nicht ohne meine Erlaubnis. Was sind das für Dinger? Sie wirken wie Felsgeister, aber... Sie sind hungrig. Die Ruchlosen bewohnen diesen Ort seit unzähligen Zeitaltern. Sie haben sich von den magischen Steinen ernährt, bis sie nichts anderes mehr kannten als das Verlangen. Das Lirium? Sie ernähren sich von Lirium? Ich bin nicht wie Sie. Ich bin ein Besucher. Er scheint sich sehr für Ihren Hunger zu interessieren. Er ist ein Dämon und er ist hier, um sich zu laben. Und ich möchte mein Festmahl nur äußerst ungern beenden. Ich spüre euer Verlangen. Ihr wollt diesen Ort verlassen, doch dafür werdet ihr meine Hilfe benötigen. Tut es nicht. Dämonen hintergehen einen immer. Was sollen wir tun? Wir verhandeln nicht mit einem Dämon. Wie unklug von euch. Jetzt kämpfen wir! Hier. Das ist die Schatzkammer. Hierher müssten die Zwerge ihre...
Felsgeister sollten eigentlich reine Legenden der Zwerge sein. Es sollte sie überhaupt nicht geben. Für mich hat es real ausgesehen. Ich schätze, das spielt auch keine Rolle. Seht nur, was er bewacht hat. Mal sehen, ob wir was finden, was uns hilft, hier rauszukommen. Ein Schlüssel? Ich hoffe, einer von denen Türen öffnen. Lasst uns die wertvollsten Stücke einsammeln und dann von hier verschwinden. Ich würde sagen, das ist unser Weg zurück. Wie lange dauert der Rückweg? Wenn wir Pech haben. Vielleicht eine Woche. Und wenn wir Glück haben? Dann stolpern wir unterwegs über Bartrans Leiche. Endlich. Wieder zu Hause. Ich frage mich, ob Bartrand wieder in der Stadt ist. Denkt ihr, ich habe so viel Glück? Glück war bislang nicht unbedingt unsere Stärke. Oh, das würde ich so nicht sagen. Der Schatz aus der Gruft ist ein Vielfaches mehr wert als Bartrans dämlicher Götze. Er wird von Neid platzen, wenn er davon erfährt. Ich werde so bald wie möglich meine Kontakte aufsuchen, um sicherzustellen, dass wir den besten Preis erzielen. Ich nehme an, ihr geht nun nach Hause und überbringt eurer Familie die guten Neuigkeiten. Wir werden bald reich sein. Du bist also zurück. Ah, dem Erbauer sei Dank. Bitte bring ihn zur Vernunft. Was hast du da an, Carver? Ich bin dem Orden der Templer beigetreten. Und versuch gar nicht erst, es mir auszureden. Es ist entschieden. Dir ist doch klar, dass du mit einer Abtrünnigen verwandt bist, oder? Siehst du, Mutter? Ich habe dir doch gesagt, sie würde nur an sich selbst denken. Ich will selbst jemand sein. Wie Vater es wollte. Wie ich es will. Das ist meine Chance. Carver, bitte. Der Orden ist so gefährlich. Mir geschieht schon nichts, Mutter. Du musst dir um mich keine Sorgen machen. Und du musst dir keine Sorgen machen, dass ich dich verraten könnte. Ich weiß, was Familie bedeutet. Der Bruder des Champions war also ein Templer. Ja, aber das ist nicht die Verbindung, nach der ihr sucht. Ach, wirklich? Wie sonst hätte denn eine Abtrünnige ohne Hilfe aus den Reihen der Templer so lange unentdeckt bleiben können? Und was ist mit den Gefährten des Champions? Meryl, Evelyn, Isabella, dieser Wächter, Anders. Erinnert mich nicht daran. Ich habe sie einander vorgestellt. Wir dachten, sie alle seien gemeinsam aus Ferelden gekommen, aber jetzt ergibt das alles einen Sinn. Motiv und Gelegenheit. Und dennoch ist es nicht so, wie ihr denkt. Dann muss ich noch mehr erfahren. Aber nur, wenn eure Entscheidung nicht bereits feststeht. Ich kann jederzeit gehen, falls ihr mich nicht mehr braucht. Erzählt mir, was als nächstes geschah. Der Schatz aus den tiefen Wegen brachte uns ein Vermögen ein. Der Champion kam nach oben, wortwörtlich. Sie kaufte ein Anwesen in der Oberstadt. Alle wussten nun, wer sie war. Selbst der Vicomte wurde aufmerksam. Carver schloss sich tatsächlich den Templern an. Doch zumindest lieferte er den Champion nicht aus. Die Kunari waren auch 3 Jahre später noch dort. Sie behaupteten, sie würden auf ihr Schiff warten. Aber einige von uns wussten es besser.